Ja, liebe Frau Dr. Flick, lieber Wolfgang Fink, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Als ich zusagte, ahnte ich, eigentlich wusste ich es ja, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht geahnt, dass es dann eine so spannende Woche insgesamt werden würde. Insofern freue ich mich eigentlich sehr über die Gelegenheit, dass wir etwas grundsätzlicher jenseits der tagespolitischen Entwicklungen, die oder stundenweise Entwicklungen sind es ja zum Teil im Moment, sich so ergeben, wir etwas grundsätzlicher auf einige Themen schauen können, insbesondere mit Blick Gemeinwohl und Bundeshaushalt, auch auf finanzielle Fragen und die Entwicklung in den nächsten 10, 15 Jahren. Ich habe nur gerade gedacht, als Sie am Ende Ihres Beitrages über Hass sprachen, das Zitat des Bundespräsidenten, als wir gerade hier einbogen sozusagen in der Vorfahrt und mal einen Fahrradfahrer übersahen, zugegebenermaßen, also so viel Hass wie von dem Radfahrer, der ging 5 Minuten nicht weg, habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und da fragt man sich echt, ja, wir haben Fehler gemacht, haben uns 3-mal entschuldigt dafür, aber frage ich mich manchmal, was ist eigentlich los in diesem Land, wenn jetzt irgendwie schon in so einer Situation einem ein Hass entgegenkommt, jedenfalls im Blick war der zu sehen, wie wir das gerade bei diesem Radfahrer, ich würde sagen Anfang 40, gut situiert, erlebt haben. Insofern die Frage, woher kommt so mancher Hass, wäre auch noch mal manchen Abend wert. Kommen wir vielleicht ja auch an der einen oder anderen Stelle auch noch zu. Aber von dieser sehr konkreten Emotion dann zu etwas trockenererem, nämlich der Frage des Bundeshaushaltes 2030, wie er wirtschaftlich und sozial erfolgreich bleibt. Angesichts dieses auf den ersten Blick ja etwas trockenen Themas freue ich mich, dass so viele gekommen sind. Zumal ich immer feststelle, wenn ich frage in ein Auditorium, Schulklasse oder woanders hinein, was ist eigentlich der Haushalt? Sie sich wundern, was für Antworten Sie bekommen. Aber meistens nicht das, was es tatsächlich ist. Was einmal mehr zeigt, dass wir auch oft Begriffe benutzen, so im politischen Miteinander oder in bestimmten Diskussionsbereichen, die auch jeden Tag im Fernsehen gesendet werden und im Radio, die aber richtig verstanden werden in dem, was gemeint ist, in Teilen schon lange nicht mehr, weil sie mit dem Alltagsbegriff des Haushaltes wenig zu tun haben. Eigentlich beschreibt es eben nur, wofür wir im jeweiligen Jahr zu planen gedenken, Geld auszugeben, in welchen Bereichen und wo es herkommt. Aber ich stelle immer wieder fest, dass ein Begriff, den wir im Alltag ganz selbstverständlich nutzen, nicht überall bei allen diese inhaltliche Füllung sozusagen erfährt und Nachvollziehbarkeit. Insofern ist es auch da manchmal wert, immer wieder darüber nachzudenken, wie gut erklären wir eigentlich manchen Begriff, den wir jeden Tag nutzen. Und der Begriff des Gemeinwohls gehört genauso dazu. Ich habe in der Vorbereitung noch mal gedacht, wann ich das letzte Mal den Begriff als solchen überhaupt benutzt habe. Man hat ja manchmal den, aber da sind wir ja auch nicht mehr für, immer den englischen Begriff Public Interest oder anderes, aber es meint was anderes. Eigentlich ist das ein wunderschönes deutsches Wort, einmal mehr, das viel aussagt, viel Assoziationsketten auslöst. Ich sage dann noch was zum Inhalt, das wir aber sehr selten jedenfalls, nämlich das, sage ich das immer für mich, noch überhaupt benutzen. Auch das habe ich in der Vorbereitung nochmal miteinander gemerkt. So, jetzt aber eigentlich zum Thema Bundeshaushalt 2030, wie wir wirtschaftlich und sozial erfolgreich bleiben, setzt ja schon mal voraus. Insofern habe ich mich auch darüber sehr gefreut, dass wir wirtschaftlich und sozial erfolgreich sind, weil man kann nur bleiben, was man ist. Und wenn man manche Debatte in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland verfolgt hat, hatte man ja nicht immer den Eindruck, dass das eine gemeinsame Wahrnehmung in diesem Land ist, dass es wahrscheinlich noch nie ein Deutschland gab, dem es wirtschaftlich so gut ging wie heute, mit so viel Wohlstand, so viel Chancen, so viel Freiheit, so viel Mobilität. Das heißt nicht, dass es viele Menschen im Land gibt, die jeden Tag auf jeden Euro schauen müssen und ihn umdrehen müssen, um über die Runden zu kommen. Das darf man nie vergessen. Aber insgesamt wahrzunehmen, dass jedenfalls so viel wirtschaftliche Kraft und so viel Wohlstand in Deutschland noch nie zuvor war und so viele Menschen noch nie daran teilhaben konnten auf diesem Niveau, ist dann eben auch wichtig. Deswegen erfolgreich bleiben heißt, dass wir auch ein Stück weit erfolgreich sind, habe ich mich auch sehr da über den Titel gefreut. Und das Bundeshaushalt macht es natürlich auch möglich, eigentlich zu allen Themen was zu sagen, ne? Weil jeder Bereich findet sich nun mal wieder im Bundeshaushalt. Alle Ministerien, alle Politikfelder bilden sich da ab. Ich werde mich auf einige konzentrieren, freue mich dann aber umso mehr auf die Diskussion miteinander. Ich bin sowieso ein größerer Fan davon, auch intensiv zu diskutieren, statt lang zu reden. Darauf sollen wir dann nachher eben auch noch kommen. Also, aktuelle Situation im Bundeshaushalt, Sie haben schon darauf hingewiesen, ist eine ziemlich einmalige, historisch und auf der Welt. Auch das sollten wir ab und zu mal wahrnehmen. Das ist nach 45 Jahren des Schuldenmachens. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer der letzte Bundesminister der Finanzen ohne neue Schulden war. Franz Josef Strauß, 1969.
war der letzte Bundesminister der Finanzen ohne neue Schulden und das auch nur in einem Jahr. Und dann haben wir 45 Jahre lang jedes Jahr Schulden gemacht, vier lange Jahrzehnte der Bund, und der Bund ist nicht irgendwer, da sind wir am Ende alle gemeinsam, und haben seit dem Jahr 2015 einen Haushalt des Bundes, der tatsächlich ohne Neuverschuldung auskommt, auch so geplant werden kann und sogar immer leichte Überschüsse hat. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir sagen, wir schaffen wieder ein Jahr ohne neue Schulden, dann ist das schon langweilig in seiner Solidität. Ich kann Ihnen aber sagen, das ist was ziemlich Besonderes. Das hat, wie Sie an der Jahreszahl sahen, ist in der deutschen Geschichte, in der bundesdeutschen sowieso nicht, noch nicht so häufig gegeben, schon gar nicht so viele Jahre hintereinander. Und es ist auch auf der Welt und in Europa ziemlich einmalig. Also Sie finden nicht besonders viele Länder, die das in den letzten Jahren, vielleicht noch Luxemburg, auch so geschafft haben. Und wir planen das tatsächlich im Finanzplan bis 2021, den wir in diesem Sommer noch im Kabinett beschlossen haben, tatsächlich auch für die nächsten vier Jahre. Und das wären acht Jahre ohne neue Schulden. Ich weiß ja, dass manche dann immer sagen, ja, Sparen ist nicht so was Besonderes, die Zinsen sind niedrig und die Steuereinnahmen sind hoch. Das stimmt. Aber die Zinsen sind auch niedrig in Italien oder in Frankreich. Und die gehen da etwas anders mit um. In Bremen sind sie übrigens auch niedrig, auch die gehen da anders mit um. Und so kann man eben in der unterschiedlichen Zinssituation und Einnahmesituation sehr, sehr unterschiedlich Haushaltspolitik machen. Wir jedenfalls halten es nicht nur für einen Wert an sich, sondern vor allem für Zukunftsvorsorge, für künftige Generationen. Die Frage eben Gemeinwohl auch der Zukunft und künftiger Generationen im Blick zu haben, ihnen mehr zu hinterlassen als nur Zinszahlungen. Und zum Zweiten zu wissen, nach den guten Jahren, weiß jeder Unternehmer, nach den guten Jahren kommen irgendwann die schlechten. Und man sollte eben den guten Jahren sich Spielraum für die schlechteren erarbeiten, auch darum geht es dabei. Es hat zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte sogar so geendet, diese Legislatur, dass wir einen Spielraum von 15 Milliarden Euro einer Nachfolgeregierung übergeben, der im Haushalt noch drin ist und nicht verplant ist. Auch das hat es eigentlich noch nie zuvor gegeben und macht dem ziemlich deutlich die einmalige Situation, in der wir sind. Dabei haben wir wichtige wirtschaftliche und soziale Impulse schon gesetzt für die letzten Jahre, bevor ich auf die Zukunft schaue, haben vor allem eben den Haushalt konsolidiert, als Wolfgang Schäuble, der ja jetzt offensichtlich in andere Perspektiven auf den Weg ist, Finanzminister wurde, hatten wir ein Defizit von 80 Milliarden Euro im Jahr und sind jetzt bei Überschüssen. Also wir haben das genutzt zur Haushaltskonsolidierung, aber eben nicht nur dazu, sondern auch um Impulse zu setzen, sowohl was Investitionen angeht, was Infrastruktur angeht, aber auch durchaus im sozialen Bereich. Und wenn man manchmal die öffentliche Debatte sich anschaut, übrigens weltweit, wenn wir bei G7, G20-Treffen sind, Internationaler Währungsfonds in Brüssel, wenn ich in London unterwegs bin, oder eben in der deutschen Debatte, überall wird gesagt, wir sollten doch endlich mehr investieren und ausgeben. Der Leistungsbilanzüberschuss ist ja dabei auch immer ein Thema. Ich kann Ihnen sagen, die Bundesrepublik Deutschland hat in den letzten Jahren so viel investiert wie schon ziemlich lange nicht mehr. Wir sind sogar so weit beim Verkehrsetat beispielsweise, der seit Beginn der Legislaturperiode um über 40% aufgewachsen ist, dass wir das Geld gar nicht mehr verbaut kriegen. Also das könnt ihr alle gerade munter unterwegs mit der Forderung, wir sollten doch mehr investieren in Infrastruktur, würden wir auch gern. Wir haben nur nichts mehr baureif in diesem unserem schönen Land. Bei uns in Nordrhein-Westfalen war es über Jahre immer so, dass wir halt gar nichts baureif hatten aufgrund politischer Entscheidungen in Düsseldorf. Die Bayern hatten immer noch ein paar Projekte und das Geld, das in NRW nicht verbaut wurde, ist dann nach Bayern geflossen, was Sie an der Infrastruktur Bayerns auch sehen können. Aber selbst die haben nichts mehr baureif. Und deswegen geht es jetzt nicht darum, wie ich manchmal immer sehen muss, dass gefordert wird ständig, wir müssten mehr investieren. Wir müssen mal drüber reden, wie wir Investitionen verbaut kriegen in diesem Land. Auch das ist eine Zukunfts- und Gemeinwohlfrage, weil da geht es gerade mit Blick auf Gemeinwohl um Interessenabwägung. Ne? Planungsrecht, Beteiligungsrecht, tut nur der moralisch was Wertvolles, der für Nistplätze, für Fledermäuse und Frösche kämpft. Und manche dieser Arten können gar nicht mehr selten sein, so häufig wie die im Projekt aufhalten in Deutschland. Oder tut auch der was Wertvolles, der für Arbeitsplätze und Infrastruktur kämpft? Das sind am Ende die Abwägungen sozusagen von unterschiedlichen öffentlichen Gütern. Ich habe nichts gegen Frösche, ich komme nur wirklich aus einem kleinen Dorf mit großer Freund von Natur und Artenvielfalt. Aber die Balance stimmt da schon lange nicht mehr und das zeigt dem Gemeinwohl ist am Ende auch ein Abwägungsprozess zwischen unterschiedlichen öffentlichen Gütern. Und wenn sich dann die Frage stellt, wollen wir Verkehrsinfrastruktur, Autobahnausbau, Ortsumgehung, auch um Menschen innerorts zu entlasten, Schienenwege und anderes mehr, Landebahnen an Flughäfen,
dann sind da eben sehr unterschiedliche Dinge miteinander abzuwägen. Am Geld jedenfalls, und das ist meine Botschaft bezogen auf den Bundeshaushalt, am Geld scheitert das im Moment nicht, das Investieren in Deutschland, sondern eher an der Frage, wie wägen wir anders Güter in sehr komplizierten und komplexen Planverfahren denn dann ab, und hat es nicht ein bestimmtes Übergewicht mittlerweile eher auf der Frage des Status quo gegeben und nicht bei der Dynamik, tatsächlich was zu bauen. In der Zeit, wo wir in Berlin einen Flughafen nicht fertigstellen, baut China 60 neue Flughäfen. Ich will jetzt kein chinesisches Planungsrecht, aber irgendwas dazwischen werden wir finden müssen, wenn wir ein bisschen Dynamik in diesem Land denn miteinander halten wollen. Also wir haben die Gesamtinvestition des Bundes in den letzten Jahren gesteigert, nicht nur beim Thema Verkehr, übrigens auch bei Bildung, Wissenschaft und Forschung. Auch das geht manchmal ein bisschen unter. In den letzten 12 Jahren sind die Forschungsausgaben des Bundes von 7 auf 17 Milliarden Euro gestiegen. Das ist eine Steigerung über 130%. Enorm mehr, vor allem in die universitäre Forschung, aber eben auch die außeruniversitäre Forschung, Leibniz, Fraunhofer und andere Institute, Mikroelektronik, Nanotechnologie, Biotechnologie, wo wir an vielen Stellen, zumindest in der Forschung, sehr führend sind. Die Frage, was dann für Produkte daraus entstehen, ist nochmal eine, und wo sie entstehen, eigene Debatte für sich. Aber ich finde, eine Steigerung von 130% in dem Bereich ist eben auch ein deutlicher Schwerpunkt gewesen im Haushalt auf Zukunft und Zukunftsinvestitionen. Wir haben einen sehr starken Aufwuchs gehabt, parallel zur Konsolidierung bei den Fragen der inneren und äußeren Sicherheit, der Ausgaben des Innenministers. Die Haushaltsposten des Innenministers sind um über 50% gestiegen in den letzten 4 Jahren, mit einem klaren Schwerpunkt auch auf dem Bereich der Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz, weil wir ja alle spüren, da sind so ein paar Themen, die auch liegen geblieben sind. Ich sage immer, Probleme am Hauptbahnhof in Köln gab es auch schon vor Silvester 2015. Und die Frage, haben wir eigentlich noch genug Polizei und Justiz, um Recht und Ordnung durchzusetzen? Und eine solche Frage bildet sich dann eben tatsächlich im Bundeshaushalt ab und die Schwerpunktsetzung, die wir da neu haben, nur weil Sie gerade die Demografie ansprachen, die war übrigens einer der Gründe, warum man bei der Polizei gespart hat. Weil man gesagt hat, Kneipenschlägerei unter 80-Jährigen eher selten. Hat es dann immer geheißen, in der älter werdenden Gesellschaft können wir sparen, auch bei der Polizei. Und dann haben wir gemerkt, in einer Gesellschaft mit mehr Vielfalt und weniger sozialen Bindungen in bestimmten Bereichen brauchst du eher mehr Polizei und Justiz, um Recht und Ordnung durchzusetzen. Also einen deutlichen Aufwuchs bei der inneren Sicherheit, die, glaube ich, unabhängig, ich höre dann immer links, rechts, oben, unten. Wissen Sie, ich glaube, das Bedürfnis, abends im Dunkeln sicher nach Hause gehen zu können, ist ein ganz normales menschliches Bedürfnis, das sich jetzt nicht unbedingt politisch irgendwo verorten lässt auf der Landschaft, und damit eben auch eine Frage des Gemeinwohls und des öffentlichen Interesses an der Stelle. Das Gleiche gilt für die äußere Sicherheit. Die Ausgaben im Verteidigungsministerium sind um fast 20% gestiegen. Im Bereich der Entwicklungshilfe haben wir eine ähnliche Größenordnung, enorme Zuwächse in den letzten Jahren gehabt, weil wir ja gemeinsam gespürt haben, die Zeit der Friedensdividende 90er Jahre nach Ende des Kalten Krieges ist vorbei. Sondern mit dem, was um uns herum los ist, sei es Russland, Türkei, die Konflikte und Situationen im Nahen Osten, wo wir mühsam miteinander gelernt haben, der Nahe Osten heißt Nahe Osten, weil er nah ist. Und das, was da passiert, hat was mit uns zu tun und Auswirkungen auf uns und Nordafrika machen, ist eben notwendig, wieder stärker in Nachbarschaftspolitik, Entwicklungshilfe, aber auch äußere Sicherheit zu investieren, das idealerweise auch auf europäischer Ebene entsprechend koordiniert. Wir haben zur Bewältigung der Herausforderungen rund um den Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern im Moment Ausgaben von 20 Milliarden Euro im Jahr allein des Bundes. Das muss man sich mal vorstellen, dass wir sozusagen eine nicht geplante Situation, die sich im Jahr 2015 ergeben hat, mit 20 Milliarden Euro im Jahr abbilden können, ohne in die Neuverschuldung gehen zu müssen. Zeigt auch da eigentlich, in welcher herausragenden und einzigartigen Situation wir gerade sind. Da geht es also um die Themen Arbeitsmarktintegration, Unterstützung von Ländern und Kommunen, Sprachkurse und vieles andere mehr. Wir haben steuerliche Entlastungen gehabt in den letzten Jahren, haben nicht immer alle mitbekommen, aber es war so um 12 Milliarden Euro. So dass man also, wenn man einfach mal hinschaut, und das wollte ich mit dem Blick auf den Haushalt, wie er heute ist, wenn man diese Posten alle durchgeht, man überall immer in dem Abwägungsprozess natürlich kommt, welcher, was ist jetzt sozusagen das, was man im Schwerpunkt als Gemeinwohl definiert und das, was sozusagen, wo das öffentliche Interesse sich ausbilden soll, in dem da finanzielle Ressourcen hinfließen. Haushaltsaufstellung ist jedes Mal aufs Neue und Haushaltsumsetzung ein
Diskussionsprozess, ein politischer Diskussionsprozess, ein Prozess mit Mehrheitsfindung, der am Ende festlegt, wie sich Gemeinwohl sozusagen dann konkret ausprägt. Weil sich natürlich im Bundeshaushalt ausdrückt, wofür politische Mehrheiten im Bund meinen, für alle zusammen Geld. Sie haben gerade gesagt, Bürger sein ist Aufgabe von Freiheit sozusagen und für den Steuerzahler ist natürlich Aufgabe von Freiheit, dass er Geld abgeben muss, das er selbst erarbeitet hat. Es gibt ja einige, die reden immer von Steuergeschenken, wenn Steuern gesenkt werden. Da liegt schon im Begriff, finde ich, falsches Denken. Es ist selbst erstmal erarbeitetes Geld von Arbeitern, Angestellten, Unternehmern. Und der Eingriff in die Freiheit für den Bürger ist, dass er einen Teil dieses Geldes, das er erarbeitet, im Zweifel hart, abgibt. Fürs Gemeinwohl und fürs allgemeine Interesse. Und welcher Umfang das ist, das war ja im Grunde der Beginn auch jeder Parlamentsgeschichte. Das erste Recht, das Parlamente den Königen abgerungen haben, war das Recht, Steuern festzusetzen und den Haushalt aufzustellen, weil sich da eben dann am ehesten dann auch öffentliches Interesse drin ausdrückt und sozusagen der Bundeshaushalt jedes Mal aufs Neue in seinen Beschlossenwerden in der Frage, wofür geben wir wie viel Geld aus und wofür eben nicht, weil die Wünsche natürlich ins Unendliche gehen, ein konkretes Definieren von Gemeinwohl ist in einem deliberativen Prozess innerhalb des Parlaments und mit dem vorpolitischen Raum und das eben jedes Mal aufs Neue beginnt. Es gibt viele andere Bereiche, die in den letzten Jahren gestiegen sind, bis übrigens hin in den Bereich des Sozialen. Auf die Sozialquote komme ich aber nachher dann nochmal mit dazu. Aber auch da zeigt sich im Übrigen, ja, es gibt grundsätzliche Prinzipien in unserer Verfassung, im Grundgesetz festgelegt, wie das Sozialstaatsprinzip. Die Frage aber, wie man es füllt, konkret, das Prinzip als solches stellt ja keiner in Frage. Aber die Frage, was ist damit gemeint, Sozialstaatsprinzip? Heißt das Hartz IV? Heißt das Verdoppelung von Hartz IV? Heißt das bestimmte Mindestrente? Das ist eben am Ende die Frage von entsprechenden parlamentarischen und Mehrheitsprozessen, die dann sozusagen sich zum dann definierten Gemeinwohl verdichten und sich dann entsprechend im Bundeshaushalt in den entsprechenden Ausgaben wiederfinden. Deswegen will ich auch jetzt einige grundsätzliche Bemerkungen nochmal zur Frage, weil ich gerade da bin, Gemeinwohl und wie findet man das machen? Also was Gemeinwohl nicht ist, glaube ich, ist einfach zu sagen, es ist nicht das individuelle Interesse, das sich irgendwie widerspiegelt, es ist nicht das Maximieren von Einzelinteressen, es ist übrigens auch nicht nur das einfache Zusammenfügen von Einzelinteressen, ist noch nicht das Gemeinwohl. Ein vorher gegebenes Gemeinwohl, abschließend definiert, hat eher was von Ideologie oder Diktatur, kann man in diesem Gebäude vielleicht ja auch daran erinnern, wo sozusagen andere vordefiniert haben, was Teil des Gemeinwohles ist und das gar nicht mehr Teil einer öffentlichen Debatte gewesen ist, sondern unser Ansatz oder mein Ansatz wäre beim Gemeinwohl, das ja eine lange Geschichte hat, der Begriff, Sie haben darauf hingewiesen, eben in unserer parlamentarischen Demokratie zu sagen, dass das immer wieder aufs Neue ein deliberativer, ein suchender, diskutierender Prozess ist, den man auch nie ideal ausgestalten kann. Die Uridee Habermas und anderer, was den idealen Diskurs und die ideale Kommunikation angeht, wird, glaube ich, immer ein Ideal bleiben in der Frage, wer alles tatsächlich beteiligt ist an einem solchen Diskurs und einer Diskussion. Es geht immer darum, es möglichst ideal zu machen. Aber ich glaube, allein schon beim Prozess an sich wird man 100% Idealität nicht erreichen. Es muss fair sein, es muss frei sein. Es muss ohne Übervorteilung am Ende ein Prozess sein, aber es heißt eben nicht, dass aus den Entscheidungen, was das Gemeinwohl ist und wie es sich ausprägt, nicht Nachteile für Einzelne entstehen. Das werden Sie bei der Festlegung eines Gemeinwohlinteresses nicht schaffen. Konkretes Beispiel, ich habe es gerade schon mal genannt, wäre die Landebahn eines Flughafens, wo es im Zweifel im allgemeinen Interesse und Gemeinwohlinteresse ist, was wirtschaftliche Entwicklung angeht, was Infrastruktur angeht, was Mobilität angeht, Arbeitsplätze und vieles andere mehr, diese Landebahn zu haben. Aber wenn Sie das als Gemeinwohl definieren und es sich eben in parlamentarischen, repräsentativen Prozessen niederschlägt, werden Sie es nie so haben, dass sich keiner im Nachteil fühlt durch diese Entscheidung. Insofern ist Gemeinwohl sicher nicht, dass immer alle mit allem zufrieden sind und sich darin wiederfinden, sondern es ist der Versuch, ein großmögliches Mehrwert zu schaffen bei geringstmöglichen Minderwert sozusagen für Einzelne und weitere Betroffene. Was übrigens dabei eine große Herausforderung ist,
weil Sie es gerade angesprochen haben, ist natürlich unsere demografische Situation. Wenn jetzt zur Bundestagswahl am Sonntag jeder dritte Wähler über 60 ist und das Durchschnittsalter der Wähler mittlerweile schon bei 52 ist, also jeder zweite 52 und älter, dann macht das natürlich auch was für diesen deliberativen, für diesen suchenden Prozess der Mehrheitsfindung und die Frage, worauf konzentriert sich eigentlich Wahlkampf? Wenn man dann noch weiß, dass die Älteren auch noch diejenigen sind, die hingehen, während die Wahlbeteiligung bei den 18- bis 30, 35-Jährigen leider weit unterdurchschnittlich ist und man dann am Ende natürlich als jemand, der in einer Partei Verantwortung für die Frage hat, wie bekomme ich möglichst viele Stimmen, sich im Zweifel auf diejenigen konzentriert, die die mehreren sind, also die Älteren, und die, die dann auch noch hingehen, im Gegensatz zu den anderen, dann hat natürlich für die Frage, wenn du Gemeinwohl über Mehrheitsprozesse definierst, dann irgendwann das Konsequenzen, die für nachfolgende Generationen schwierig sind, dann, wenn man unterstellen müsste, dass die ältere Generation nicht an ihre Enkelgeneration denkt. Das ist zum Glück nicht so. Ich kriege oft Schreiben von Älteren, ich habe auch eins an der Wand hängen, von einem 85-Jährigen, der mir geschrieben hat, im Interesse meiner Enkelkinder bleiben Sie bei der Rente hart. Das habe ich seit 10 Jahren bei mir im Büro hängen, sozusagen als Erinnerung daran, dass es eben nicht nur eine Frage des Alters ist, wie man Dinge sieht, aber trotzdem ist in einer älter werdenden Gesellschaft die Frage, wie ist Gemeinwohl definiert und wird immer wieder aufs Neue definiert in Mehrheitsprozessen und repräsentativen Mehrheitsentscheidungen, dann doch eben was, wo man institutionell darüber nachdenken muss, wie dieser Zukunftsaspekt da hineinkommen kann. Dafür war die Schuldenbremse zum Beispiel enorm wichtig, festzulegen für den Bundeshaushalt, auch für die Jahre. Ab 2020 übrigens gilt das erst für die Länder. Ab 2020 dürfen die Bundesländer keine neuen Schulden mehr machen. Ich hätte es beinahe eigentlich gesagt, weil wir werden ja sehen, ob und wie das tatsächlich miteinander gelingt, das umzusetzen. Aber das ist sozusagen ein Instrument, das einem bestimmten Bereich der Suchenden per mehrheitsrepräsentativer Demokratie entschiedenen Gemeinwohldefinierung entzieht. Und die Entscheidung, wir machen jetzt Schulden aus einem übergeordneten Interesse, kann jedenfalls in bestimmten Bereichen so nicht mehr fallen. Weil man eben sagt, aus Selbstschutz sozusagen, machen wir eine Regelung im Grundgesetz, die das nicht mehr möglich macht. Man kann nachdenken über Wahlrechtsfragen. Ich bin ja immer mal wieder ein großer Fan des Familienwahlrechts, das eben sagt, wenn die Jüngeren schon weniger Stimmen haben, könnte man nicht dadurch, dass man den Kindern über ihre Eltern Stimmen gibt, dann auch wieder institutionell mehr Gewicht verleihen. Ich kenne all die Gegenargumente, was ist mit der 17-jährigen Mutter, hat dann die Großmutter 3 Stimmen und es gibt ganz viele Diskussionen, mit denen man das Thema gleich in Einzelfragen wieder zerlegen kann. Aber die Frage, wie man institutionell, auch bei der Frage, wie definiert sich Gemeinwohl sozusagen in einer konkreten Mehrheitsentscheidung, Wahlentscheidung und in einer repräsentativen Demokratie anlegen kann in einer älter werdenden Gesellschaft so, dass auch die Interessen aller, auch der sozusagen noch nicht Geborenen mit berücksichtigt werden, finde ich, werden wir in den nächsten Jahren noch etwas stärker miteinander diskutieren müssen. Denn wir bleiben ja nicht stehen dabei, dass jeder dritte Wähler über 60 ist, sondern in den nächsten Jahren wird das eben tendenziell noch mehr werden. Das bringt mich zu einem weiteren großen Herausforderung eben für den Bundeshaushalt dabei, denn das wird sich ja dann auch konkret in der Frage, wie und wo geben wir Geld auf, beziehungsweise wie viel nehmen wir ein, niederschlagen dieser Alterungsprozess. Die Demografie, wo ich ja manchmal den Eindruck habe, dass viele denken, boah, wir reden schon so lange über Demografie, das muss doch bald mal vorbei sein. Nee, das geht erst noch richtig los miteinander. Das, was sich an demografischer Veränderung ergibt, ist eine der größten Herausforderungen und Themen für unseren Bundeshaushalt 2030, fortfolgende. Denn der eigentliche Alterungsprozess in Deutschland, ich weiß nicht, wie sehr Sie es sozusagen auf dem Schirm haben, der findet noch statt. In den 30, ich weiß nicht, wer hier Jahrgang 1964 ist, das ist meine Lieblingszahl bei dem Thema immer. 1964, müssen Sie sich nicht outen, keine Sorge, 1964 gab es 1,4 Millionen Geburten in Deutschland. Die sind vor 3 Jahren alle 50 geworden, 2014. Als die 50 wurden, 2014, wurden in Deutschland 700.000 Kinder geboren. Das heißt, wir wissen heute schon, so in 13 Jahren gehen 1,4 Millionen Menschen in Rente und aus den 10. Klassen für den Arbeitsmarkt kommen nicht mehr halb so viele nach. Und das ist in allen Jahrgängen vorher und nachher im Verhältnis etwa genauso. Das sind die Babyboomer-Generation der 60er Jahre. Die waren sehr geburtenstark. Also die weitere Geburtenentwicklung kennen Sie. Und das kommt erst noch.
Und das hat natürlich Auswirkungen auch für so einen Haushalt, vor allem nach 2030, in der Frage, wie groß ist der Konsolidierungsbedarf. Wir haben heute schon, sagt unser Sachverständigenrat beim Bundesministerium der Finanzen, im aktuellen Tragfähigkeitsbericht eine Lücke bis 2060, die sich irgendwo zwischen, ist immer eine Frage von Annahmen, ne? Welches Wachstum unterstellen Sie, auf 2060 was hinaus zu projizieren, ist natürlich immer mit großen Unwägbarkeiten verbunden. Aber ein Einsparbedarf von 40 bis 120 Milliarden Euro jährlich, jedenfalls allein für den Bundeshaushalt, und da habe ich über Rente und Krankenversicherung noch gar nicht gesprochen, wird da formuliert, wenn man die Belastung der künftigen Generation nicht höher machen will, als sie sowieso für die heutige schon ist. In der Frage, wie viel Steuern und Sozialabgaben sind zu zahlen. Und dieser Prozess fängt eben in den 2030er Jahren erst richtig an. Und deswegen ist die Frage, wie wir auch auf Dauer Wachstum sicherstellen können. Für die Frage, wie ist das Gemeinwohl künftiger Generationen, eine der ganz entscheidenden Fragen. Ich kriege ja manchmal mit, dass einige sagen, wir bräuchten kein Wachstum mehr in Deutschland. Ne, das reicht, wenn wir Glück messen. Gab es eine ganze Enquete beim Bundestag. Wir messen jetzt nur noch einen Glücksindex. Versuchen uns mit Tibet mitzuhalten, das glücklichste, glaube ich, die glücklichste Region auf der Welt. Ich sage Ihnen, mit Glück zahlen Sie keine Renten. Und Sie werden auch weiterhin wirtschaftliches Wachstum in Deutschland brauchen, wenn Sie für eine älter werdende Gesellschaft den Wohlstand, den wir heute haben, erhalten wollen. Und deswegen geht es um die Frage, wie wir Wachstum miteinander erhalten, welche Impulse wir setzen bei Fragen wie Digitalisierung, Innovation, Infrastruktur oder auch bei Umdenken im Kopf in der Frage, welche Arbeitskräfte haben wir. Wenn wir jeden Tag die Lebenserwartung um 6 Stunden steigt, und das tut sie, wenn Sie abends ins Bett gehen, können Sie gedanklich hinten an Ihr Leben 6 Stunden dranhängen, dann werden wir mal ein halbes Stündchen davon arbeiten müssen, um den Rest zu finanzieren. Jetzt weiß ich ja, wie emotional in den letzten Wochen etwa Rente mit 70 in Deutschland diskutiert werden kann, worum es aber, glaube ich, eigentlich geht, auch im Sinne eines Gemeinwohls, Umdenken, Anstoßen, und das hat in der Folge dann auch Folgen für den Hauptbundeshaushalt, eine Kultur des freiwillig länger Arbeitens miteinander zu entwickeln. Ich glaube gar nicht, dass das per Zwang sein muss. Wir haben heute schon Hunderttausende, die gar nicht des Geldes wegen, sondern weil sie sagen, ich will eigentlich eine Aufgabe noch haben, jenseits von Freizeit und Ehrenamt wieder begonnen haben zu arbeiten. Mein eigener Vater mit gut 70 auch, nicht 5 Tage die Woche, aber 2-3 Tage in der Woche. Und das gemeinsam jetzt kulturell sozusagen in den Unternehmen, in der Gesellschaft und dann eben auch bei Arbeitern und Angestellten zu entwickeln, ist für die Frage, wie sieht es mit dem Gemeinwohl in der Zukunft aus und dem Interessenausgleich untereinander, wie schaffen wir Wachstum miteinander, eine Aufgabe, die wir heute beginnen müssen zu tun. Weil wir wissen ja, wie die Demografie von 2030 aussieht, und Umdenken im Kopf einer Gesellschaft, also eine Kultur des freiwillig länger Arbeitens von einer Gesellschaft, die vor 10, 15 Jahren noch vom Frühverrentungsprogramm geprägt war, ist halt ein Prozess, der ein paar Jahre dauert und den man eben früh beginnen muss, wenn man sich darauf vorbereiten will. Dazu gehört die Frage, ich habe beim Wachstum gesprochen, das große Thema der Digitalisierung, das große Megathema der nächsten Jahre. Wir diskutieren jetzt intensiv um Verbrennungsmotoren, ist auch alles prima, aber die eigentliche Zukunftsfrage liegt natürlich im Bereich von Digitalisierung. Das gilt sowohl im Bereich von autonomem Fahren, beim Automobil, E-Health, Fintech, bei uns im Finanzministerium, der ganze Agrarbereich, eigentlich jeder Bereich. Alles, was digitalisiert werden kann, dieses schöne Bonmot ist ja richtig, wird digitalisiert werden. Die spannende Frage für uns als Gesellschaft ist nur, und auch das macht sich dann wieder bemerkbar, ne? Ob die Wertschöpfung in Deutschland ist, merken wir im Bundeshaushalt sofort bei den Steuereinnahmen, oder ob sie woanders ist. Das ist am Ende die Frage, ob wir das im Kopf als Gesellschaft eher ängstlich, oh Gott, was passiert da? Immer wenn ich von autonomem Fahren rede, in den Veranstaltungen der letzten Wochen kam immer irgendwo aus dem Saal, oh Gott, wir werden es alle neu erleben. Und genauso wie vor 15 Jahren viele gesagt haben, ich werde in meinem Leben nie ein Handy nutzen und es heute jeden Tag fröhlich nutzen, weil es das Leben so schön leichter macht, wird es auch in den Bereichen sein. Die spannende Frage ist, ist die Wertschöpfung hier in Deutschland, oder ist eine Einstellungsfrage einer Gesellschaft zu den Veränderungen, die da stattfinden und die wahnsinnig schnell in ihrer, wenn man auf manche Skalierbarkeit schaut, in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden. Wir haben eine Aufgabe mit Blick auf den Bundeshaushalt und die Bundesstruktur, vor allem das Thema digitale Verwaltung nach vorne zu bringen. In den nächsten 4 Jahren nach vorne bringen ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Wir sind eigentlich in der Steinzeit
was digitale Verwaltung in Deutschland angeht. Denken Sie nur dran, wenn Sie Ihre Wohnung ummelden müssen, wenn Sie einen Reisepass brauchen, Kfz-Anmeldung, alles, was ist so, hier in Berlin sowieso, da ist man ja leid geparkt, aber auch woanders in der Republik. Und dieses Umdenken hinzubekommen, das merke ich ja auch bei uns im Haus, wenn es um die Frage geht, Steuerverwaltung zu digitalisieren, wenn es um die Frage geht, die erste Frage, die bei uns immer dann kommt, ist aus der Steuerabteilung, wo kommen denn dann die Steuereinnahmen her, wenn alle Dienstleistungen digital von überall auf der Welt kommen. Aber auch das ist natürlich eine Frage, mit der sich so ein Ministerium dann beschäftigt. Aber die eigentliche Frage ist, welche Prozesse, welche Wertschöpfungen verändern sich, aber vor allem auch, wie können wir als Verwaltung Dinge so effizient machen, dass nicht unnötig Geld in Strukturen steckt, die eigentlich in ganz anderen Lebensbereichen, fängt bei Google an, schon viel, viel leichter abgebildet werden. Also in den nächsten 4 Jahren mit einem Staatsminister im Kanzleramt dieses Thema, das kennen Sie aus jeder Großorganisation, es muss gedeckt sein vom Chef, eine solche Veränderung in den Abläufen und in den Strukturen. Und deswegen mit einem Digitalminister im Kanzleramt dieses Thema nach vorne zu bringen, auch als Symbol dafür, dass wir in Deutschland diesen Wandel aktiv gestalten wollen und nicht ängstlich abwartend das weiter verfolgen. Dazu gehört natürlich das ganze Thema von Bildung und Ausbildung, auch mit dem digitalen Akzent, weil ich weiß ja, mit welch großer Sorge, hat heute noch eine Diskussion dazu, diese Veränderung im Arbeitsmarkt, Wolfgang Fink hat es angesprochen, verbunden ist. Und dann bildet sich auch das wieder im Bundeshaushalt ab. Weil wenn wir sagen, beim Thema Bildung, Ausbildung, wir wollen, dass jede Schule einen Digitalanschluss hat, zeigt sich das im Investitionsprogramm des Bundes, das wir jedenfalls planen, obwohl wir föderal gar nicht zuständig wären. Aber wenn es keiner tut, muss es ja irgendwann mal jemand machen, nämlich eben der Bund, wenn es darum geht, eine entsprechende Cloud aufzubauen, was Bildungsinhalte angeht, wenn es um Weiterbildungsangebote für Arbeitnehmer geht. Wenn der Taxifahrer beim autonomen Fahren, ich glaube nicht, dass unterm Strich Jobs und Arbeit uns ausgeht. Die Frage ist nur, wie machen wir diesen Übergangsprozess eben für Taxifahrer, für andere Berufe und wie können wir helfen über Weiterbildungsangebote, über Bildung. Und das fängt im Kindergarten und Grundschule an, da tatsächlich Perspektiven aufzuzeigen, dann eben auch mitkommen zu können. Das Spannende ist ja mit Blockchain und Co. bis zum Notarberuf, ne? Nicht nur die Frage, wo man Dinge vielleicht leicht gefühlt ersetzen kann, weil sie geringere Qualifikationsanforderungen haben, sondern bis zum Notarberuf, bis zum Arzt, bis zum Anwalt. Ich weiß von einer Bank in Russland, die hat ihre Rechtsabteilung um über 1200 Leute reduziert, weil mit Legal Tech, also mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz, die Standardrechtsfälle jetzt abgearbeitet werden. Und das ist ja alles auch da nur der Anfang, also wo es auch in Bereiche, Berufe hineingeht, wo man heute sagen würde, sichere Berufe, passiert gar nichts, hohe Qualifikationsanforderungen, sich Dinge sehr grundsätzlich verändern. Die Frage ist nur, das bildet sich am Ende darin ab, wie wir die Schwerpunkte im Bundeshaushalt setzen, sind wir diejenigen, die die Dinge aktiv nach vorne gestalten oder erleben wir das eher ängstlich? Und das zeigt sich eben in der Frage, welche Prioritäten Sie im Bundeshaushalt setzen. Das alles, meine Damen und Herren, werden die Fragen sein. Es gibt noch viele, viele mehr. Ich habe jetzt über die Herausforderungen auch finanziell Richtung Europa noch gar nicht gesprochen, aber kommen wir sicherlich in der Diskussion nochmal drauf, um die es geht, wenn am Ende eine Gesellschaft für sich immer wieder aufs Neue definiert, in einem Prozess, der kein statischer ist, wie sich Gemeinwohl finanziell ausdrückt im Bundeshaushalt. Der Bundeshaushalt ist sozusagen in den trockenen Summen, ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen gesehen haben, wie der so aussieht, wenn er denn da ausgedruckt liegt. Es geht wenig, was dröger ist, als ein solcher Bundeshaushalt ausgedruckt und in Zahlen. Aber darin drückt sich im Grunde aus, dass in einem mit parlamentarischen, repräsentativen Mehrheiten versehenen Prozess herauskristallisierte Gemeinwohl, in dem, was der Bund Jahr für Jahr mit welchen Schwerpunkten denn dann ausgibt und finanziert. Was wir da in den letzten Jahren schon miteinander geschafft haben, habe ich Ihnen beschrieben, was eben für die nächsten Jahre wichtig ist auch. Ich finde, die Prämisse dabei ist, das ohne neue Schulden hinzubekommen, auch in den nächsten Jahren. Ob wir es bis 2030 schaffen, weiß ich nicht, aber jedes Jahr, das wir schaffen, bringt uns enormen Spielraum für alles, was dann anschließend kommt. Idealerweise verbunden mit Tilgung. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, das Geständnis mache ich hier. Ich habe, seit ich politisch angefangen habe, für Tilgung gekämpft, dass wir 1.000 Milliarden Euro tilgen als Bund. Daran glaube ich nicht wirklich. Wir werden es reduzieren. Aber wenn Sie natürlich 8 Jahre, 10 Jahre keine neuen Schulden machen und Wirtschaftswachstum haben, sinkt die relative Verschuldung. Und das ist mehr als Taschenspielertrick,
Weil wenn Sie zur Bank gehen und Kredit wollen, fragen die auch, wie hoch ist Ihr Einkommen, Bruttoinlandsprodukt und wie viel Schulden haben Sie schon? Und wenn sich das Verhältnis ändert, hat man eben Spielraum und Vorsorge für die Zukunft getroffen. Also bis 2030 möglichst ohne neue Schulden. Zweitens, bis 2030 keine weitere Dynamik, nur immer in mehr Sozialausgaben hinein. Wir haben schon einen Sozialausgabenanteil von über 50%. Und wir müssen sehen, dass Gemeinwohl sich nicht nur darin definiert, wie wir Sozialausgaben erhöhen, sondern vor allem, wie wir in Zukunft investieren und das Gemeinwohl künftiger Generationen. Ich hielt es für erstrebenswert, bis 2030 wieder unter 50% Sozialausgaben zu sein. Sie waren übrigens 1990 bei 30%. Der Sozialausgabenanteil. Und als dritter Punkt vor allem auch für den Bund wichtig, ist dann auch wieder etwas dröge, wie wir zwischen Bund und Ländern die Aufgaben und damit auch die Finanzmittel, es ist furchtbar dröge, wenn man sich damit beschäftigt, ist aber für die Frage der Zukunftsfähigkeit der Landes- wie des Bundeshaushaltes, wie teilen wir die Steuermittel, die Finanzmittel im Land denn dann auf? Eine der ganz, ganz großen Zukunftsaufgaben, die wir bis 2030 auch nochmal jenseits dessen, was wir jetzt an Kompromiss gefunden haben, im Bund-Länder-Finanzausgleich miteinander schaffen müssen. Denn nur dann sind die Spielräume da, um auch Gemeinwohl für die Zukunft zu finanzieren. Also zusammengefasst, Gemeinwohl drückt sich in nichts mehr aus als in Zahlen und Finanzen geronnen im Bundeshaushalt. Das gilt heute und gilt auch noch 2030. Ich freue mich auf die Diskussion.